Große Momente ergeben sich durch eine große Möglichkeit. Und genau das bietet sich euch heute Abend. Heute wird sich alles entscheiden. Und heute haben wir wieder die einmalige Chance. Ein Spiel. 90 Minuten. Entweder bestehen wir als ein Team oder wir zerbrechen. Jeder Einzelne wird alles geben. In jeder Minute, in jeder Sekunde. Wir können aus dieser Hölle aufsteigen. Stück für Stück nach oben. 90 Minuten jeden Zweikampf annehmen. Nur so gewinnt man. Würden wir 10-mal gegen Sie spielen, würden Sie vielleicht 9-mal gewinnen. Aber nicht dieses Spiel. Nicht heute. Heute werden wir mit Ihnen mithalten. Wir werden uns dagegen stellen, weil wir es können. Stück für Stück, Spielzug um Spielzug, bis wir am Ende sind. Unsere größte Angst ist nicht, unzulänglich zu sein. Unsere größte Angst besteht darin, grenzenlos mächtig zu sein. Du gibst dein Bestes. Du gibst dein Allerbestes. Versprich mir, dass du alles versuchst. Lass dir von niemandem je einreden, dass du was nicht kannst. Ich kann nur sagen, seht euch den Mann neben euch an, seht in seine Augen und ich glaube, dann werdet ihr jemanden sehen, der genauso denkt wie ihr. Wenn du einen Traum hast, musst du ihn beschützen. Ihr werdet einen Mann sehen, der bereit ist, sich selbst für das Team zu opfern, weil er genau weiß, wenn es darauf ankommt. Dann tust du dasselbe für ihn. Das ist ein Team, Gentlemen. Denkt daran, wofür ihr hier seid. Konzentriert euch auf das Wesentliche. Auf das, was wir immer wieder durchgegangen sind. Entweder bestehen wir jetzt als ein Team. Oder wir werden untergehen als Einzelgänger. So, liebe Fußballfreunde, hier ist wieder euer Fritz Meloni und jetzt mit dem neuen Projekt, nämlich neu, das alte Projekt, FC Hansa Rostock. Und ich habe es euch ja schon versprochen, ich mache das jetzt genauso wie bei dem Format von Olympique Lyon. Das heißt, ich nehme jetzt heute am Mittwoch auf das für euch und das seht ihr dann am Montag nächster Woche. Das heißt, ihr könnt euch dann genauso wie beim Projekt von Olympique Lyon, also ihr seht jetzt das Spiel und das müsste jetzt, wenn ich mich nicht täusche, der 18. Spieltag sein und ihr habt dann die Möglichkeit im Nachbericht und der Vorausschau für das nächste Spiel wieder dran mitzuwirken, so wie ihr das jetzt auch beim neuen Projekt machen könnt, um dann mit einer Mannschaftsaufstellung teilzunehmen. Es gibt neue Spieler. Wir haben ja den Ivan Stepanov, der ist ganz nagelneu hier bei uns drinne und der wird, ich glaube, den muss ich noch Hallo sagen, ne, brauche ich gar nicht. Da muss noch ein Bildchen für rein, das mache ich dann in der nächsten Folge, werde ich das reinmachen. Der ist jetzt hier neu bei uns drinne und ich wollte jetzt nicht Transferstatus ändern, ich wollte, nee, ich wollte auch kein Vertragsgespräch führen. Nein, das... Was mache ich denn jetzt hier? Er hat ja noch Vertrag bis 2022. Trainingsziele wollte ich gucken. Sind eingestellt. Also da ist alles tutti va bene. Muss der einen Dolmetscher haben? Nee, braucht er auch nicht. Also der ist neu dabei. Gregoritsch hat sich leider wieder neu verletzt. Der fällt also aus. War jetzt gerade wieder genesen. Muss noch 5 Tage jetzt wieder sich ausruhen. Arensen ist ja noch verletzt. Der ist ja noch in der zweiten Mannschaft. Also kommt jetzt Gilferson wieder rein. Der Haidar. Kommt wieder rein. Den neuen Mann hier, Stepanov, muss ich mal gucken. Also im heutigen Spiel werde ich ihn auf jeden Fall nicht mitnehmen. Ich bin jetzt auch Coach von der zweiten Mannschaft. Das ist übrigens jetzt neu.
Da könnte ich jetzt mal mit dem Aufschnitt, nee, das mache ich jetzt alles selber. Da wurde gesagt, Pierson, den sollte ich verleihen. Leute, wir stehen hier mit der zweiten Mannschaft, stehen wir eigentlich auf dem Platz und wir haben hier 10 Punkte Vorsprung. Also ist es gut möglich, dass wir aufsteigen. Und wir haben ja jetzt auch neue Spieler in der Reserve drin, also so, dass wir hier wirklich guter Dinge sein können, dass wir das schaffen. Das ist jetzt so das, was ich jetzt erstmal für mich mitnehme. Wir haben vorne neue Stürmer, Bittner und Fader. Ich weiß nicht, sind die schon begrüßt worden? Herzlich willkommen, das muss ich jetzt noch machen. Nicht, dass mir das hier... Ja, ist schon ein bisschen enttäuscht, ist er schon. Dribbling müssen wir ihm auf jeden Fall mitgeben. Da können wir ruhig mal hier bis 70 zaubern. Da müssen wir mal gucken, wie es aussieht. Antritt, ja, da muss man auch was machen. Schnelligkeit müssen wir was machen. Wie sieht es aus bei Sprungkraft, müssen wir was machen. Und Ausdauer müssen wir auch was machen. So, das haben wir jetzt mal gemacht. Dolmetscher, ne, trainiert mit der Erstmannschaft, lasse ich erstmal noch weg. Würde ihn unnötig belasten. Dann haben wir den Bittner, der ist auch neu. Dem muss ich nichts mehr sagen, den habe ich schon begrüßt. Trainingsziele sind schon eingestellt, das ist alles schon durch. Dann haben wir hier noch den Vermeulen. Hat der... Das ist auch soweit in Ordnung. Also, das sind alles neue Spieler. Da haben wir jetzt auch ein paar Spieler in der Hinterhand noch in der Reserve. Und da gucken wir mal, wie wir jetzt rumkommen. Wir konzentrieren uns jetzt auf das Spiel gegen Freiburg. Gehen wir mal in die Tabelle rein. Die Freiburger stehen, glaube ich, recht gut. Nämlich auf Tabellenplatz 6. Es ist der 18. Spieltag. Das ist ein Nachholspiel, weil das Spiel war ausgefallen. Das sollte schon längst durch sein. Wurde dann wegen Nebel abgesagt. Deswegen haben die anderen schon gespielt. Wir müssen noch spielen und wir können hier mit einem Sieg, das sehe ich auch gerade erst, können wir die Tabellenführung übernehmen, können also an Leverkusen vorbeiziehen. Und ich habe mir jetzt eigentlich mit diesem ganzen Transfergedönse und alles, was ich da gemacht habe, habe ich mir auf die Fahne geschrieben, wir möchten auf jeden Fall die Meisterschaft jetzt ernsthaft mal angehen. Ich nehme das jetzt mal in den Mund. Ich bin jetzt mal so voller Selbstvertrauen und ich nenne den Titel auch mal hier, ja, wie nennen wir es? Saisonziel Meisterschaft. So, das schreibe ich mir jetzt hier hin. Weil das ist jetzt eigentlich ein Ziel, was ich mit dieser Mannschaft, wenn wir jetzt mal die Konkurrenz uns anschauen, schaffen kann. Natürlich ist Leverkusen der Meister vom Vorjahr wieder in exzellenter Form. Bayern München müssen wir gar nicht drüber reden. Aber wir sind es auch. Ja, und Schalke ist jetzt schon ein kleines bisschen abgeschlagen und Stuttgart hinter uns. Und Freiburg können wir im heutigen Spiel wirklich richtig hinter uns lassen. Markus ist leider gesperrt, aber wir haben mit Borswick Jackson für diese Position einen wirklich fabelhaften Ersatzspieler. Dann nehmen wir noch den Gieselmann mit. Und so gehen wir rein ins Spiel, gucken uns den Gegner jetzt natürlich an. Und ich glaube, da ist ja vorne im Sturm Damiao und Fieto. Das sind zwei alte Hasen hier mittlerweile. Die sind beingefährlich. Da müssen wir auf jeden Fall den Damiao mit Bender hier versuchen zu neutralisieren. Müssen da mal im Spiel gucken. Ich habe jetzt übrigens auch hier den neuen Gameplay-Patch hier eingepackt, weil er mir schon in dem neuen Projekt schon so gut gefallen hat. Ich denke, das ist nochmal eine Bereicherung hier für diesen FM13 Reloaded hier. Und da würde ich sagen, Leute, geh mal rein ins Spiel, freuen uns drüber und auf geht's. So, auf geht's, Freunde. Ich freue mich auf das Spiel wie Bolle. Die Winterpause war ja lang genug. Wir haben uns hier mit einigen Transfergeschichten rumgeschlagen. Und da geht Schmitzekatze auf rechts ab, wie als wenn er einen Pfeil im Arsch hätte. Also Wahnsinn. Und gleich Borswick Jackson mit dem Pass nach vorne. Kein Abseits wäre es gewesen. Und Baumann ist hier sehr aufmerksam und kann den Ball abfangen. Also das wäre eine gefährliche Situation gewesen für die Freiburger gleich am Anfang. Und wir sehen, mit welchem Engagement hier die Spieler ins Spiel gehen. Also hier ist mal richtig Kampf angesagt. Hier zuckt keiner zurück. Ja,
ist ja auch kein Mädchensport hier. Hier geht's richtig zur Sache. Und da ist Sebastian. Und er zieht ab und da klingelt das Ding im Tor. Der Freiburger 1:0. Sein 9. Treffer. Sebastian wird immer stärker. Er hat den Ausfall von Ahrens und von Gregoritsch genutzt für sich. Hat sich in die Mannschaft zurückgespielt. Und mit diesem Tor hier, das sehen wir hier, ein Distanzschuss aus ungefähr 17, 18 Metern, glaube ich, waren es gewesen. Vielleicht vertue ich mich auch. Aber das ist hier, das ist ein Auftakt nach Maß. So habe ich mir das nach der Winterpause vorgestellt. So, was gibt's jetzt? Oh. Frühe gelbe Karte für unseren Kapitän, das ist Boateng. Ach so, Leute. Habe ich ihn denn schon drinne? Nein. Jerome Boateng, das habe ich ja gar nicht angesprochen, ist auf der Bank. Sein Bruder ist also mit dabei. Das war ja für mich ja ein Transfer. Da habe ich mich sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Hat mir auch viel Geld gekostet. Auch Nerven. Aber ich wollte ihn unbedingt haben. Ich glaube, er ist für uns eine Bereicherung. Ich weiß, ihr seht das ein bisschen kritischer. Aber es ist so ein Bauchgefühl gewesen. Und bis jetzt habe ich ja mit meinen Bauchentscheidungen ganz gut gelegen. So, Eckball. Freiburg macht Druck. Und da ist unser Marc Reimann. Kein Problem für ihn. Mittlerweile ein fester Bestandteil hier. Eine absolute Stütze in der Mannschaft. Damião. Oh. An der Strafraumgrenze gibt es einen Freistoß und das ist natürlich für die Freiburger, die von Standardsituationen leben, eine gute Möglichkeit hier den Ausgleich zu erzielen. Aber die Mauer steht gut, aber Reimann steht nicht gut, aber da hilft ihm der Verteidiger aus. Nee, Bender war das gewesen, wenn ich es richtig gesehen habe. Bender steht goldrichtig und kann hier Marc Reimann ja retten, muss man sagen. Und Sebastian marschiert schon wieder Richtung Tor. Mein Gott, was ist denn mit dem los? Was ist denn mit dem los? Der ist ja wirklich wie von der Tarantel gestochen heute. Kruse, lange nichts mehr von ihm gehört. Wird ja auch so ein bisschen heiß diskutiert hier von euch. Kruse, Gieselmann, auf der linken Seite müssen wir was machen. Ich bin erstmal der Meinung, da sind wir noch ganz gut bestückt. Wir haben ja auch noch den Borswick Jackson, der durchaus in der Lage ist, auf der linken Mittelfeldseite auch offensiv ausgerichtet, genau wie Ronny Marcos, wenn er dann wieder dabei ist. Da haben wir genügend Alternativen, finde ich. Und jetzt Damião. Oh, da ist er durch. Und da klingelt es. 1:1. Leandro Damião. Ja, Freunde, dem ist nichts hinzuzufügen. Das war auch nicht zu verhindern, das Tor. Vielleicht, wenn dann Jerome reinkommt, vielleicht sind wir dann auf der Position in der Abwehr wieder etwas stärker. War ja mal unser Prunkstück. Aber Süle und Kempf haben sich irgendwie nicht weiterentwickelt. Mustafi alleine ist zu wenig. Deswegen ist die Verpflichtung von Jerome meines Erachtens nach vollkommen gerechtfertigt gewesen. Da braucht man ein bisschen Erfahrung auf der Position. Die haben wir jetzt. Er ist gesund, er ist fit. Er ist ein vorbildlicher Profi und sein Bruder spielt ja auch bei uns mit. Also insofern denke ich mir, passt da alles. So, Schmitze Katze hier. Junge, setz dich ein. Schmitze Katze. Bender. Fieto. Bender setzt sich durch. Gewinnt den Zweikampf. Weihrauch. Bis jetzt noch gar nichts von ihm gesehen. Und jetzt Kruse mit der Möglichkeit. Abseits. Kruse. Ach, legt sich den Ball zu weit vor. Und wieder Damião mit einem sehr guten Pass hier in die Gasse rein. Und De Vrij muss hier ein taktisches Foul begehen. Läuft sogar Gefahr, eine gelbe Karte zu bekommen. Aber erstmal alles richtig gemacht. Wir erwarten den Freistoß. Er kommt in die Mitte. Oh, Marc Reimann. Gott sei Dank haben wir da so einen guten Torwart.
Gott sei Dank haben wir einen so unten. So, und jetzt Baumann muss weit raus und das ist... Oh, 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 oh. Boateng nutzt das eiskalt aus und er mit seiner ganzen Erfahrung. Bin gespannt, was er macht. Er macht das Richtige, er bringt uns in Führung. Der Kapitän schlägt so Kevin Prinz Boateng. Pam, pam, Boateng. Das war geil gemacht und alle, die gesagt haben, Boateng zu verpflichten, war verkehrt. Also jetzt den Kevin Prinz. Mittlerweile ist er bei uns auf die internationale Klasse aufgestiegen. Wurde von dem Kicker so bewertet, von seinen Kollegen. Also, auch da haben wir alles richtig gemacht. Ja, und Damião, den kannst du nicht ausschalten. 12 das Tor bisher. Meine Güte. Ja, wenn du Meister werden willst, dann musst du solche Spiele gewinnen. Und ich bin sehr neugierig, wie meine Mannschaft in der zweiten Halbzeit dann hier mit dem Gegner umgehen wird. Aber es ist wieder Sebastian, der jetzt hier die Chance hat vor der Halbzeit. Und er nutzt es 3:2 für FC Hansa Rostock. Sebastian mit seinem 10. Treffer. Also er geht jetzt auch in der Torjägerliste, ja, stetig nach oben. Und von Patrick Weihrauch sieht man heute gar nichts. Ich weiß gar nicht, entweder haben sie den so gut eingedeckt, aber... Gott sei Dank haben wir Sebastian und Gott sei Dank haben wir hinten im Tor Marc Reimann. 3:2. Ein tolles Spiel sehen wir hier in der ersten Halbzeit. Bin gespannt auf die zweite. Jetzt gehen wir erstmal in die Halbzeit. Jo, Kevin Prinz Boateng, unser Kapitän, wie gesagt, gelbe Karte. Den lassen wir aber noch drinnen. Ich werde aber jetzt schon mal reagieren. Tom Ranken kommt sofort rein. De Vrij heute nicht in Bestform. Den werden wir jetzt also sofort reinbringen. Ich glaube auch, dass Tom Ranken ihm De Vrij mittel- bis langfristig den Rang ablaufen wird. Und dann werde ich jetzt noch Jerome bringen für Mustafi, der heute irgendwie nicht zu seinem Spiel findet. Die Spielergespräche haben wir schnell durch. Halbzeitansprache. Es sieht sehr gut aus. Hier und heute gibt es für uns nur noch den Sieg. Das ist meine Meinung. Und da gehen wir rein in die zweite Halbzeit. Komm. Und da ist er. Der Jerome. Jetzt mit seinem Bruder auf dem Platz. Deswegen habe ich Kevin jetzt auch noch nicht ausgewechselt. Aber ich denke, Riemer wird kommen. Aber schauen wir erstmal. Und da ist Patrick Weihrauch. Jetzt das erste Mal. Wird dann gleich gefoult. Setzt einen Dribbling an und... Das gibt uns jetzt erstmal Zeit und Gelegenheit, vielleicht das 4:2 zu erzielen. Schauen wir mal. Ball kommt hoch rein, zu hoch. Kein Problem hier für Baumann. Den fängt er mit der Mütze. Davis hier am Ball. Freiburger, wie gesagt, bis jetzt gut mitgespielt. Und wieder Damião und Jerome Boateng. Das ist ein anderes Kaliber. Das kriegt jetzt Damião zu spüren. Und da hat er sich, glaube ich, wehgetan. Und Schmitzekatze macht hier mal den Vollstrecker. Haut hier voll in die Knochen. Ja, aber nur so kann es gehen. Wenn wir Meister werden wollen, müssen wir jetzt den Gegner hier den Rang ablaufen. Wir müssen den praktisch den Schneid abkaufen hier. Wir müssen denen zeigen, wo Bartel den Most holt und wo der Frosch die Locken hat. Um mal hier Atze Schröder hier zu zitieren. Und da ist Patrick Weihrauch. Ja, irgendwie, heute läuft es bei ihm nicht. Aber ich kann ihn nicht rausnehmen, dafür ist er zu gefährlich. Den kannst du sogar mit dem Rollstuhl auf den Platz rollen, dann ist er immer noch gefährlicher wie die anderen Stürmer. Markus Marin, glaube ich, ne? Ja, auch mal bei Bremen gewesen, dann nach England gewechselt in die Premier League und jetzt ist er wieder hier bei Freiburg. Und da ist Sebastian. Da ist Sebastian. Aber Baumann ist aufmerksam. 3:2 ist noch zu wenig. Wir sollten versuchen, hier den vierten Treffer nachzulegen, dass wir Ruhe in unser Spiel kriegen. Und jetzt ist Damião, ist es durch und Boateng kommt von der Seite. Der macht das Ding schon wieder. Scheiße. Da machst du nichts.
Es ist dieser Damião, ist einfach, das muss man sagen, über die Jahre, ich habe das ja immer beobachtet bei ihm. Es gibt so Stürmertypen, die kannst du einfach nicht komplett ausschalten. So, schöner Pass jetzt hier auf Schmitz. Und der ist ja schnell. Er ist sehr schnell. Die Flanke kommt rein, da muss der Torwart raus. Von hinten kommt jetzt Tom Ranken. Ball hoch reingespielt. Aber da gehen wir in die Zweikämpfe. Vielleicht sollten wir jetzt einfach mal das Tempo erhöhen. Kruse, bringe ich jetzt mal Gieselmann auf links. Bringe ich jetzt mal Gieselmann. Ja, und wir sehen, Boateng braucht ein bisschen Einspielungszeit. Kann man ihm ja gar nicht verdenken. Vielleicht mit Gieselmann jetzt nochmal auf der linken Seite ein bisschen mehr Druck. Mehr können wir nicht machen, Leute. Es ist eine enge Kiste und Freiburg spielt sensationell gut, muss man einfach sagen an der Stelle. Muss man auch neidlos anerkennen. Es ist eine gewachsene Mannschaft unter Streich, der die Jugend gefördert hat, der hier eine Mannschaft aufgebaut hat, die in solchen Spielen jetzt mittlerweile gut mithält und sogar die Möglichkeit hat, hier sogar das Spiel zu drehen. Also wir können, wenn wir Pech haben, am Ende sogar verlieren. Da ist Marco Marin. Fietto auch noch ein zweiter exzellenter Stürmer, aber den hat Boateng erstmal im Griff. Und jetzt Weihrauch auf Sebastian, der ist heute in Form. Vielleicht macht er das Ding. Nein, er macht's nicht. Schmitz kommt von hinten rangerauscht, wieder Sebastian. Und mit Baumann haben sie natürlich einen sehr guten Torwart hinten drin im Tor. Also hier ist Spannung, hier ist Feuer im Spiel, das macht Spaß. Und jetzt kommt die Ecke von Schmitz, Katz getreten und wir erwarten die Ecke und sind sehr gespannt, was jetzt hier passiert. Der Ball kommt in den Rückraum rein. Oh, Fehler hier. Fehler, Fehler, Fehler. Ranken ist aufmerksam. Er macht einen Fehlpass. Und das ist gefährlich. Jetzt der Konter von Freiburg. Über außen. Über Marco Marin. Und der ist, glaube ich, noch schnell. Ja, das ist er. Vorne läuft Fieto in Stellung. Und Damião, aber Boateng war das, glaube ich. Nee, das war Kempf. Steht gut, kann erstmal klären und Sebastian setzt sich hier wieder eiskalt durch. Der ist ja heute unheimlich stark. Unheimlich stark. Wird er vielleicht der Spieler sein, hier das, der das Zünglein an der Waage ausmacht, der nachher vielleicht den entscheidenden Siegtreffer setzt. Oder bei dem Schlagabtausch heute können vielleicht die Freiburger mit dem unglaublich starken Damião vorne vielleicht hier uns sogar heute den Sieg nehmen. Wieder Fieto. Und Boateng lässt sich austanzen jetzt. Muss faul spielen. Und das ist wieder gefährlich. Das sind gerade mal 16, 17 Meter vom Tor. Oh, oh. Mitroglou kommt rein für Damião. Und das ist schon mal gut. Dann ist diese Gefahr vorne im Sturm erstmal raus. Und Marco Marin jetzt beim Eckball. Freiburg lässt nicht locker, lässt uns jetzt hier wirklich schwitzen, kann man sagen. Ball wieder in den Rückraum. Das ist gefährlich. Da kommt ein Verteidiger, aber Boateng behält hier die Übersicht. Schöner Pass hier. Und jetzt Boateng versucht vorne natürlich Sebastian anzuspielen, aber der wird mittlerweile gut gedeckt. Und gleich der Gegenzug, gleich der Konter über Fabian. Der ist jetzt schon im 16er. Marco Marin und Marc Reimann hier, der rettet uns erstmal den Punkt wenigstens. Im Moment müssen wir ja hoffen, dass wir das Ding hier so überstehen, weil Freiburg ist jetzt am Drücker. Freiburg macht Druck. Boswick Jackson hat da drüben mit Marco Marin viel zu kämpfen. Verliert er den Ball. Marco Marin hat den Ball. Und jetzt geht er schon wieder ab. Und da sieht er die Hufe von hinten. Kriegt die Flanke reingeschlagen. Aber Kempf steht gut. Schmitz spielt nochmal zurück auf Jerome Boateng. Boswick Jackson, man versucht jetzt das Spiel ruhig aufzubauen. Jetzt unser Kapitän mit einem tollen Pass hier auf links auf Gieselmann. Der schlägt den Ball in die Mitte und er lauert Sebastian. Jetzt nochmal Boateng. Boateng wieder auf und das ist leider abseits. Also, wir sehen hier ein echt fabelhaftes Fußballspiel. Gibt kaum Pausen. Ich kann ja kaum Pausen einlegen hier beim Moderieren. Jetzt kommt Scratch für Fieto. Also wieder ein Stürmer für Stürmer, glaube ich. Und Boateng. Jetzt Weihrauch. Vielleicht mach du es mal, Patrick. Und der wird gefault. Der wird gefault.
Wer schießt denn jetzt bei uns die Freistöße? Das ist Schmitz. Das ist eine gute Position. Jetzt vielleicht das Ding drinnen im Tor. Nein. Ja, wenn Ronny Marcos da gewesen wäre, hätte ich gesagt, der macht das Ding. Aber 3:3. Da ist es vorbei. Da ist es vorbei. Ah, es war ein super Fußballspiel. Direkt nach der Winterpause gleich so ein Kracher. Hätte ich auch nicht mitgerechnet. Uiuiuiui. Gucken wir mal uns noch die Tore an. Hier sehen wir Sebastian. Schönes Tor. Dann gleich im Gegenzug Damiao mit links. Dann war es wieder Sebastian. Ging jetzt sehr schnell. Dann Fieto auf Damiao und der keine Chance für Marc Reimann hier. Dann nochmal Sebastian. Mit viel Übersicht macht er das Tor. Ganz überlegt, ganz cool. Und dann schlägt nochmal Damiao zu. Wir sehen uns gleich beim Nachbericht. Leute, was für ein Auftaktspiel nach der Winterpause. Und wir sehen hier Damiao und Sebastian, die besten Spieler des heutigen Spieltags. Ein absolut toller Spieltag. Freiburg hat sich ganz hervorragend präsentiert. Also für die ist die Saison noch lange nicht gelaufen. Ich denke mir mal, sie können ins internationale Geschäft kommen. Mit der Leistung sind sie auf jeden Fall wettbewerbsfähig. Wir aber auch. Natürlich hätte ich mir 3 Punkte gewünscht. Das wirft uns jetzt vielleicht ein bisschen zurück. Aber gucken wir uns erstmal die Ergebnisse an, um zu sehen, wie die anderen gespielt haben auf den anderen Plätzen. Bayern München 1:0 gewonnen. Das ist natürlich nicht gut für uns. Deswegen sind wir jetzt auf Platz 3 geblieben, haben die Chance nicht nutzen können, auf Tabellenposition 1 zu kommen. Aber Gott sei Dank zwischen Schalke und Stuttgart ist noch genügend Platz. Da sind noch 5 Punkte Luft zwischen. Und Freiburg nutzt es natürlich jetzt, hat sich ein bisschen rangeholt, rangerobbt an die anderen. Ja, Stuttgart spielt 1:1 gegen Bayer Leverkusen. Das war die Riesenchance für uns gewesen, ne? Also wir hätten es nutzen können, ne? Gut, die Spiele waren ja schon gelaufen eigentlich. Wir haben ja praktisch ein Nachholspiel gehabt hier. Aber ich wusste ja die Ergebnisse noch nicht. Hannover spielt 1:1 gegen Gladbach. Bremen 2:2 gegen den Chemnitzer FC, die ein Pünktchen sich heute geholt haben. Dann haben wir Eintracht Frankfurt verliert gegen 1860. Ja, für die 60er natürlich, ja, Überlebenskampf. 7 Punkte jetzt zum rettenden Ufer. Das wird eine ganz harte und schwere Rückserie für sie werden. Dann haben wir unser Spiel, habt ihr ja gesehen, Dortmund unter neuem Coach verliert gegen Schalke. Und das ist natürlich, wer Ruhrpott-Derbys kennt und liebt, weiß, das ist das Schlimmste, was dir als Dortmunder passieren kann, gegen Schalke, gegen den Reviergegner zu verlieren. Das tut weh. Und im letzten Spiel, Wolfsburg verliert 0:1 gegen Hertha BSC Berlin. Wolfsburg will einfach nicht richtig in Fahrt kommen in dieser Saison. Und die Hertha kämpft als Aufsteiger natürlich noch um den Klassenerhalt hier, haben aber ganz gute Karten. Und wenn sie dann solche Spiele gewinnen, das bringt ihnen Punkte, das bringt natürlich auch Selbstvertrauen. In der Spieltagsstatistik. Obwohl wir so ein berauschendes Spiel gesehen haben, ist keiner von den Spielern hier drinne vertreten. Woran das jetzt liegt, weiß ich nicht. Aber es war ein sehr spannendes Spiel. Da denke ich mir, gebt ihr mir recht. In der Torschützenliste hat sich erstmal noch nichts geändert, außer dass Damiao jetzt rangerückt ist. Er hat ja 3 Tore heute erzielt und Sebastian hat die Gunst der Stunde genutzt und kommt auch immer näher in der Torschützenliste. Also das ist wirklich mega, mega spannend. So, da sehen wir, dass der Hamburger SV nicht viele Tore zugelassen hat in dieser Saison. Und wir sehen den nächsten Gegner. Und das geht jetzt recht fix. Das sind nur ein paar Tage dazwischen. Dann haben wir schon das nächste Spiel. Was haben wir denn hier? Scherder. Leipzig hat sich wegen RB Leipzig hat den Scherder. Haben wir den nicht erst geholt oder ist das jetzt jemand? Den will ich eigentlich behalten. Fels in der Brandung? Nee. Also entweder habe ich da in der letzten Folge was verdubackelt, ich weiß es nicht. Der hat noch lange Vertrag, ich lehne das erstmal ab. Solche Spieler wollen wir nicht abgeben. Okay, dann sind wir für heute fertig. In der nächsten Folge wird ja so ein bisschen nach dem neuen Format gearbeitet. Das heißt, wir gucken uns mal an, was es so an Gerüchten gibt, was es so in der Liga gibt,
welche Transfers die anderen Mannschaften so getätigt haben, das schauen wir uns natürlich genau an. Ich will mal gucken auf der Webseite, ob man da schon was sehen kann. Da sind natürlich ein paar Informationen, die werden für euch interessant sein. Da gucken wir dann uns das nächste Mal dann richtig genau an. Und ich sage erstmal Tschüss und Bye und wünsche euch eine schöne Woche. Euer Smiloni.